Ich habe einmal Big Brother angeschaut, muss ich echt zugeben. War, ich glaube letztes Jahr oder 2014, ich weiß nicht. Da war einer mit dabei. Das war so ein Emo, der wohnt bei mir hier in der Gegend. Ah, der YouTuber meinst du, ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob der YouTuber ist. Doch, das ist ein YouTuber, ist das. Weiß schon, wie du das, das ist so, aber der ist nicht ein ganz großer YouTuber. Nee. Das ist ein Emo, der wohnt bei mir in der Nähe in Leutkirch. Ja, ja, das ist bei mir gerade mal. Und ist Kevin Owens Fan, ist er. Der hat immer K.O.-T-Shirt angehört. Und den habe ich jetzt schon ein paar Mal hier bei uns in unserem Einkaufszentrum gesehen. Der ist wie am Spachteln, Alter. Deswegen habe ich das einmal angeguckt, weil ich dann mal sehen wollte, wie der so abgeht. Das war der war doch Best Friend mit dem langen Typ mit dem langen Bart, ne? Ja genau. Der wohnt bei mir. Der war auch glaub, um die 20 Kilometer von mir entfernt, das ist nicht weit. Der kann halt bei uns in meiner Stadt rum. Am Ausland ist halt viel los, ne? Mhm. Pferde grün! Siehst du, das waren nur die Berufen, die ich geschrien habe. 405 Meilen haben wir noch. 418. 419. Mal schauen, wer uns von uns beiden ist Profi hier. Wahrscheinlich ich wieder nicht. Wie viele Zuschauer hast du eigentlich? Aktuell 3. Mit mir. Da redet er. Ich bin auch ein Zuschauer von Nico. Patrick, ist dir das überhaupt aufgefallen? Auf meinem Channel, da habe ich doch jetzt diese Buddy Street Liste erstellt, ne? Und du bist gleich ganz oben. Ui. Dazu sag ich jetzt nichts. Ich kann nur jedem empfehlen, mit dem Xbox-Controller einmal das Spiel zu starten. Wenn ihr sowas habt, ist cool. Kein Lenkrad oder so, ne? Alles geht schon echt gut. Du hast jetzt auch ATS oder was? Nein, ATS. Warum? Mit Xbox-Controller. Ja, wir haben ja vorher auch mit Controller, bevor wir die Lenkräder hatten. Ja, PS3-Controller. Hm. Ja, ich hab mir mal für 120 Euro so einen Special PC-Controller geholt. Den Steam-Controller nicht, ne? Nee, das war das andere aus dem Mediamarkt. Ich muss halt sagen, und Lenkrad, das geht mir halt tierisch auf die Nüsse, weißt du, ewig an, abbauen und da hab ich keinen Bock zu. Kevin. Ja? Ist fertig. Echt? Jo. Das ging fix. Ist ja nur 1,4 war das. Weil da hab ich grad voll Bock zu, hä? Oh. Wenn's ich hab voll Bock auf Diablo. LOL. Hast du Blut geleckt durch den Was? An Diablo? Was denn mit dir los, Patrick, Alter? Ich bin voll am Sack. Von was? Von was? Von heute. Der hat auch seine Pornosammlung durchgeguckt. Ja, glaub ich auch, ey. Deswegen stöhnt er auch noch ein ganzer heute. Ja klar. Immer doch. Man muss das mindestens einmal am Dach, muss man das machen. Das geht sonst ja. Nicht. Alles klar. Ja, ich muss morgen noch was tun. Bitte? Sag, du hattest ja auch irgendwas mit Grafikmod und so drin, ne? Nee, Grafikmod hab ich nicht drin. Okay. Das mit dem Grafikmod war bei Mafia 2. Achso, stimmt, da war was, genau. Boah, dann kann ich mir jetzt in aller Ruhe mein Oreo in den Kopf schieben, ey. Geil! Wo ist unsere? Ja, Ladenschirm. So. Ich muss mal Oreo. Der Service lässt auch zu wünschen übrig, ey. Ja, echt. Ich stell mal was neues Personal ein. Ja, sich auch so. Oh, will ich aber eine Kostprobe.
Ja. Das ist immer so sau viel Arbeit, ey. Das ist wie mit Kochen. Ich koche eigentlich echt gerne, aber das Aufräumen da haben wir so. Das ist es. Das ist es. Das scheiß Aufräumen immer, ey. Das ist halt immer, wenn ich koche. Also ich selber sag von mir, ich bin kein guter Koch. Also man sagt ja auch von sich selber, man ist nie wirklich gut oder was. Aber komischerweise, wenn ich koche, wollen sie immer irgendwas alle was abhaben. Das soll wohl angeblich nicht gut schmecken, aber das ist ja auch nicht. Ja, da muss irgendwas dran sein, oder? Na, ich weiß nicht. Ich hab's halt von meinem Pap gelernt. Der ist halt LKW-Fahrer. Da musst du kochen können. Das Kochen lernst du nur von den Brummifahrern, ey. Was ist der machen? Da legst du nicht rein. Der nimmt einfach, beispielsweise, hört sich jetzt so einfach an, Bodenpfanne. Wenn du jetzt so bei Bud Spencer oder so Filme guckst, Bodenpfanne, immer. Gibt es ein ganz einfaches Rezept für. Du holst dir im Lidl diese Salami, diese dünne lang, die schneidest du in Dreieck im Endeffekt, nimmst eine Zwiebel, rot oder halt normal, je nachdem was du lieber isst, brätst die mit der Salami an, 3 bis 4 Knoblauchzehen dazu, bisschen Pfeffer, bisschen Salz, bisschen Paprika, Boden mit rein und holst dir passierte Tomaten. Feierabend. Fertig. Mit 2 Brötchen dazu, hammergeil. Oder was halt auch, wo sich viele überhaupt nicht dran versuchen, oder was auch viele nicht essen, ist Leber. Das ist auch wahrscheinlich gern. Leber esse ich auch gerne. Ist übel geil. Gegrillt ist sie gut. Ja, kommt halt drauf an, wie du es hast. Ich kann sie dir im Endeffekt auch so panieren, dass du gar nicht merkst, dass du Leber isst. Boah, also ich hab nichts dagegen. Meine Ex hab ich verarscht, die hat gesagt, sie hasst Leber. Doch gehabt und dann gegessen. Und boah, Alter, die hat Ding geschoben. Dann am Ende spricht so, was ist es denn gewesen? Vielleicht schon. Schnitzel. War dann Leber, was er gefuttert hat. Warum kommt dir das nicht bekannt vor? Ja, ein bisschen. Meine Tante hat mich damals auch mal verarscht, was das angeht. Weil ich war damals zwar auf den Trick, der ich mochte absolut. Heiß Leute, hau ab. Jo, Patrick, hau rein. Jo, ciao. Schlaf gut. Mochte wie gesagt absolut keine Dings, keine Leber. Und da haben sie sich sonst Spaß gemacht, haben sie das paniert, denn das sah aus wie so ein Kotelett, weißt du? Ja, richtig geil. Weil ich weiß, die gucken mich alle an und ich steck dann das erste Stück im Mund und er hat erstmal übelst die Miene gezogen, Alter. Und hat sich weggeschmissen vor Lachen. Was ich zum Beispiel mache bei Leber, bevor ich die überhaupt irgendwie bearbeite, pack die aus und nehme Barbecue-Soße von Western Style. Bist du auch nur bei Amazon, das ist Schweinegeld, das Scheißzeug. Und leg die über Nacht in der Barbecue-Soße an. Ich glaube, Kevin will uns einladen zum Essen, glaube ich. Ja, das geht aber nur bei Leber. Also bei Schnitzel schmeckt es nicht, da habe ich schon probiert. Und bei Kotelett, es geht, du nimmst halt den Kotelett-Geschmack komplett weg. Und das ist halt auch bei der Leber dasselbe Prinzip, weil die saugt sich dann über Nacht so mit der Western-Soße ein. Eventuell noch ein, zwei Knoblauchzehen mit dazu oder Zwiebeln, je nachdem, was du halt lieber isst oder halt auch beides. Wo wohnst du? Wann ist die nächste Grillparty? Ja, voll ey. Du hast ein paar Kilometer mehr, also von hier aus wird es ungefähr Pi mal Daumen 700 Kilometer sein. Das geht mir am Arsch vorbei, ich bin auch schon nach Karlsruhe gefahren. Ah, Karlsruhe ist... Ja, 550. Linz nach Karlsruhe 550 Kilometer. Wo stand's auf dem Zugticket? Geil. Alter. Jetzt wollte ich gerade sagen. Warte, jetzt will ich es aber genau wissen. Ich bin dabei, um irgendwas mit 600 Kilometer. Aber ich hab's mir nämlich angewohnt, wenn ich nach Deutschland fahre, dass ich da in der Nacht fahre, weil dann kann ich im Zug pennen und hab nichts vom Tag versaut. Gar nicht so doof. Dann fährst du auch erst nach Rosenheim, dann nach München und von München aus, je nachdem, wo du hin willst, ne? Boah, kommt drauf an auf die Strecke. Ich gucke immer, dass ich eine Strecke nehme, wo ich möglichst wenig bis gar nicht umsteigen muss. Klar. Die Frage, welches Linz? Oberösterreich. Ah, okay. Hey Tom, du musst eigentlich schon lange an uns vorbei sein, ey.
Ne, der hat eine andere Strecke gehabt. Ja, der ist bestimmt durch Nevada gefahren. Ja. Ja, denke ich auch mal. Haben wir noch 246 Meilen. Ja, also. Wir hätten uns schon 100 Mal treffen müssen. Ja, deswegen. Kilometer machst du jetzt schon Aufstand? Geil. Nee, ich meine, weil von mir nach Karlsruhe sind es 55 und zu dir sind es 85. Ja, ich bin ja auch von dir ins Haus. Weißt du, wo ist in Karlsruhe? Weil von mir ins Haus sind 56. Nee, ich kenne da jemanden, den ich besucht hatte. Ach so, ich dachte halt schon. Danke. Nee, das kann deine neue Flamme übernehmen, Kevin. Ja, genau. Boah, das hier ist doch nicht. Jetzt öffnet er mir das Spiel nicht. Hier ist doch der Highway 5, wo Tom drauf war. Ganz kommt wieder dagegen. Highway 5? Bei mir steht da 99. Ja, links. Nee, ich habe aber weiter auf. Also ich habe die Map kleiner noch gemacht, damit ich die anderen Sachen auch sehe. Ja, ich auch. Ich habe auch Stufe 2. Ich will das bei dir nicht, verstehe ich nicht. Oh, keine Ahnung. Hab ich jetzt euch keinen Nerv zu. Ich hab jetzt einfach nur ja. Geil. 8 Leute hier, Alter. Ja, uns sind auch gerade wieder 2 entgegengekommen. Danz und Danztranz kommen wir entgegen. Ja, das sind doch die, die uns entgegengekommen sind, oder nicht? Vorsicht, ja. Rote Ampel. Boah, ich bräuchte noch einen Leitmod für mein. Boah, wozu halte ich an, wenn grün? Mit Rot oder Grün? Mit SIP-7. Es ist rot. Ja, er öffnet sie und crasht sofort. Toll. Oh mein Gott, da muss ich halt schauen, dass es mir mal wieder besorgt. Was, du besorgst es dir? Ja, hab ich. Yo! Natürlich! Controller hat eindeutig zu wenig Knöpfe.